Wir befinden uns heute hier in Spandau und zwar ist geplant, durch einen großen Wärmeversorger in Berlin den Anschluss eines Schulgebäudes zur Ablösung der alten Kesselanlage. Zur Durchführung dieses Bauvorhabens muss die Daumstraße, die wir im Hintergrund sehen, gequert werden. Das Besondere ist, dass gleichzeitig mit diesem Bauvorhaben und der Querung der Daumstraße auch ein Bachlauf gequert wird. Wir haben es hier mit der größten Nennweite in einem Horizontalspülbohrverfahren zu tun. Das ist unser Flexwell-Fernheitskabel in der Größe FHK 200-310, vergleichbare Nennweite DN 150. Hier wird ein grabenloses Spülbohrverfahren angewendet. Das heißt also, mit einem relativ minimalen Tiefbauaufwand, es wird eine Start- und eine Zielgrube hergestellt, erreichen wir die kurzmöglichste Verbindung von dem Anschlusspunkt bis auf das Schulgelände hinauf. Ja, mein Name ist Björn Schmidt, ich bin Geschäftsführer der HPS Bohrtechnik GmbH. Die Firma wurde im Jahre 2003 gegründet und ist mit 3 Bohranlagen deutschlandweit für unsere Auftraggeber unterwegs. Hier bei den Bauvorhaben in Berlin unterqueren wir den Grützmacher Graben mittels Horizontalspülbohrung. Wir werden 2 Horizontalspülbohrungen parallel nebeneinander herstellen und ein Fernheitskabel der Firma Bruck einziehen. Fernheitskabel hat die Dimension FHK 200-310. Der Grützmacher Graben gehört zur alten Wehranlage der Zitadelle Spandau und wir müssen hier die Grützmacher Graben mit 9 Meter unterqueren, weil er auch einen historischen Wert hat. Die Pilotbohrungen, die beide durchgeführt werden, sind jeweils 93 Meter lang. Wir haben uns entschieden, in diesem Bauvorhaben die erforderlichen Längen, sprich hier 2 × 100 Meter, auf eine Trommel zu wickeln. Diese Trommel hat einen Durchmesser von 5,10 Meter. Schwierigkeit hierbei war, dass die Trommel liegend zur Umladestelle transportiert werden muss, also ein Schwerlasttransport darstellt. Das heißt also, das Fahren der Trommel kann nur von 22 bis früh 6 Uhr stattfinden. Auch die Umladung hat in diesem Bereich stattgefunden, sodass wir den hinter uns laufenden Verkehr nur minimal beeinflusst haben. Das Horizontalspülbohrverfahren kann man in der Regel in 3 grobe Arbeitsschritte einteilen. Die erste ist die Pilotbohrung. Der zweite Arbeitsschritt sind die Räumvorgänge. Mal einer oder mehrere sind notwendig. Das ist von Bauvorhaben zu Bauvorhaben unterschiedlich. Und den Rohrzug natürlich am Ende. Bei der Pilotbohrung wird ein Bohrkopf geortet mit einem Sender im Sendergehäuse unten in der Erde und einem Empfänger oberirdisch. Und dort können wir jederzeit die Tiefe, die Lage und die Neigung sehen. Danach, nachdem die Pilotbohrung beendet ist, kommen die Räumvorgänge. Die Räumvorgänge sind unterschiedlich aufgeteilt und man muss auch unterschiedliche Räumvorgänge nehmen, je nach Produktrohr oder auch nach Baugrund, der vorherrscht. Im letzten Arbeitsschritt kommt dann der Rohrzug und der wird immer von der Zielgrube, zu der man am Anfang den Piloten hingebohrt hat, wird von der Zielgrube zurück zur Bohranlage dann der Rohrzug vollendet. Vor mir befindet sich ein Rohrmuster der entsprechenden Nennweite. Der Aufbau ist auch ersichtlich. Wir haben hier einen äußeren glatten Rohrmantel. Dann haben wir einen spiralförmig gewellten Außenmantel aus Stahl. Dann befindet sich hier die Wärmedämmung einschließlich der eingelegten Lecküberwachungsdrähte. Und im Inneren als Kernstück haben wir ein spiralförmig gewelltes Innenrohr. Diese Rohrkonstruktion gewährleistet zum einen, dass wir große Längen bei der Nennweite bis zu 235 Meter in einem Stück herstellen und auf die Baustelle liefern können. Und dass das Material entsprechend auf die
Trommeln gewickelt werden kann in bestimmten Radien. Der Übergang auf das konventionelle Stahlrohr, in diesem Fall Kunststoffmantelrohr, erfolgt über sogenannte Anschlussverbindungen, die wir hier sehen. In dieser Anschlussverbindung integriert ist der Übergang von einer Weiß- auf eine Schwarznaht. Das heißt also, der Übergang kann hier erfolgen auf eine konventionelle Schweißnaht DN150. Des Weiteren ist hier zu sehen die Kabelausführung für das sogenannte Leckwarnsystem. Integriert in dem Schaum sind zwei Leckwarnsysteme, einmal das nordische und einmal das Brandes-System.